Jetzt geht's los, ne? Volkszeitung, Reichstag aufgelöst. Auf Hitlers Wunsch löst Reichspräsident Hindenburg den Reichstag auf. Alle Abgeordneten verlieren ihre Sitze. Der Reichskanzler bildet eine Übergangsregierung und lässt Neuwahlen ausrufen. Tageblatt, Notstandsgesetze angekündigt. Rede- und Versammlungsfreiheit können aufgehoben, kritische Zeitungen verboten werden. Rundschau, Hitler spricht mit den Generälen. Reichskanzler Hitler spricht vor hochrangigen Militärs über seine Pläne zur Neuordnung des Heeres und die Expansion nach Osten. 8. Februar 1933. Mitten in unserem Treffen wendet sich Oskar Jansen an die Gruppe. Leute, alle mal zuhören. Es soll bald eine große Demonstration gegen die Nazis geben. Das könnte eine Chance für uns sein. Nein, das ist zu gefährlich. Okay, das Demonstrationsrecht wurde gerade schon aufgehoben, ne? Das war doch gerade die Zeitungsnachricht. Ich kann doch gar nicht mehr ruhig auf meinem Stuhl sitzen, merke ich. Ja. Verzeiht bitte, ich sortiere mich hier auch gerade noch. Auch fertig ein. Ja. Ja, komm, gemeinsam sind wir stark. Das könnte eine Chance für uns sein, meinst du? Weiß noch jemand von euch im Chat, was in der Zeitung stand? Versammlungsfreiheit wurde eingeschränkt, Zeitungen können verboten werden, habe ich im Kopf. Oh. Okay, dann wenn das Versammlungsverbot wurde eingeschränkt, das heißt, Demonstrationsrecht ist noch nicht verboten. Ich bin dafür, dass wir zu der Demo gehen. Oder ja, was sagst du? Ich bin hin und her gerissen. Von dem Erlebnis mit den SA-Leuten in der Nacht davor. Weil wenn wir Leuten helfen wollen, tun wir es am besten aus dem Verborgenen heraus. Aber Horst hat einen Punkt im Chat, er sagt, ich würde noch alles machen, was geht. Ja. Ja. Und dann ist halt auch die Frage, ab wann hört man auf, für das einzustehen, auch öffentlich einzustehen, was einem wichtig ist. Und wenn ja, ganz viele Leute... Wenn ganz viele Leute aus Angst, obwohl es eigentlich noch erlaubt ist, nicht zu dieser Demo gehen, wird es dieses Zeichen nicht geben. Das heißt, es wird dieses Zeichen, dass es auch noch Leute gibt, die das anders sehen und die anders denken, das wird nicht auftauchen. Und aus dem Grunde, vielleicht haben wir dadurch auch die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, das kann auch sein. Ja. Würde ich sagen, jo. Ja, Paracetamol, Paule, erstmal hallo, herzlich willkommen im Chat, sagt auch, Versammlungsfreiheit kann eingeschränkt werden, Notstandsgesetze wurden angekündigt. Und an der Stelle würde ich dem auch folgen, solange wir das noch können, sollten wir es tun. Das könnte eine Chance für uns sein. Erzähl mir mehr, sage ich. Oskar spricht weiter. Wir würden dort Leute treffen, die wie wir gegen das Regime sind. Menschen, die sich auf so einer Demonstration wagen, können wir bei uns gut gebrauchen. Aber natürlich werden auch Nazis und Polizei dort sein. Und ich bin auch hier wieder dafür zu sagen, wir sollten dorthin gehen. Unter anderem, weil ja die Aktionen in der Gruppe noch gar nicht angefangen haben. Ich glaube, es wäre noch was anderes, wenn wir jetzt gerade eine Gruppe von 4 Leuten wären, die schützend um Verfolgte, um Jüdinnen und Juden stehen. Aber das tun wir momentan noch nicht. Wir sind momentan eigentlich noch in dieser Phase des Denkens, des Guckens, was passiert hier gerade. Ja. Das heißt, man könnte uns auch erstmal nichts nachweisen in irgendeine Richtung. Und da sind wir wieder bei dem, was
Paule, Paracetamol Paule geschrieben hat. Es ist gar nicht gut, da auf diesen Listen zu stehen, das stimmt, aber es ist halt eben auch nur angekündigt und noch nicht umgesetzt. Ich glaube, jetzt ja, zu diesem also Zeitpunkt können wir das noch machen. Ich weiß nicht, ob wir das, ja, hingehen. Hingehen. Ich bin überzeugt, wir gehen hin, sage ich. Mhm. Ende der Szene. Okay, Zeitung. Ja, auf Hitlers Wunsch. Rede- und Versammlungsfreiheit können aufgehoben, kritische Zeitungen verboten werden. Okay. Gerhard Leopold, das sind unsere, das ist der neue. Und Aktionplan. Okay, jetzt haben wir... Oh, wir können also, so wie das aussieht, 19. Wir können noch 19 Mal diese Sachen hier machen. Oder sind die nur... Also eben stand da eine 20 dran, auf jeden Fall. Und hier steht jetzt eine 3 dran. Verfügbarkeit. Anzahl der Wochen, die diese Aktion noch verfügbar ist. Ja, alles klar. Diese Aktionen sind 19 Wochen noch verfügbar. Jetzt haben wir eine neue. An einer Demonstration teilnehmen. Okay. Das ist diese Nummer. An einer Demonstration teilnehmen. Unsere Unterstützer. Hanna Meissner teilt uns mit, dass die Sozialdemokratische Partei im Lustgarten einen großen öffentlichen Protest gegen Hitler und die Nazis durchführen wird. Okay. Gucken wir mal. Benötigte Fähigkeiten, Propaganda und Empathie. Gefahr ist hoch. Okay, wir brauchen 3 Leute. Das, bringt. Aber wir können sagen, wir brauchen 3 Leute, aber wir können auch es anders denken, wer müsste noch da sein? Jetzt gesetzt im Falle, 3 Leute würden jetzt verhaftet werden. Brauchen wir immer noch eine Person, die da ist und die weitermacht. Ja. Also das mit der Demonstration würde ich machen. Ich bin jetzt nicht so krass sattelfest, dass ich jetzt weiß, wann Demonstrationsverbot erlassen wurde, ab wann das nicht mehr ging. Wenn wir hier nur noch 3 Wochen Zeit haben, wären wir ja quasi Anfang März. Das würde ich jetzt, glaube ich, machen, weil wir dort auch die Möglichkeit haben, noch jemanden kennenzulernen und uns auch ein bisschen ein Bild von der Situation zu machen. Ja, also hier kommen Unterstützer. Wir bekommen Unterstützer und so. Ja, genau. Also Unterstützer hier oben bekommen wir dazu. Und nicht ein neues Mitglied. Aber die Moral geht hoch. Und die Unterstützer brauchen wir ja eh, damit wir Spenden sammeln können. Ja. Glaube ich. Ja. Ich hätte jetzt geguckt, was wollen wir machen? Wollen wir eventuell noch ein Mitglied haben oder nochmal Spenden sammeln oder hier nochmal Mitglieder, vielleicht mit einer Person, hier mit Gerhard Leopold. Eher mit Arbeitern sprechen oder Spenden sammeln, eignet er sich gut dafür, weil er hat Propaganda und Empathie jeweils auf 3 und die anderen 3 schicken wir auf die Demo. Genau, also ich wäre auch bei Spenden sammeln, 1 und 3 Leute gehen demonstrieren. Okay. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Oh ja, das ist ja super. Super. Ja. Man kann mehrere Aktionen machen, weil die Frage gerade im Chat kommt. Dann würde ich Gerhard Leopold Spenden sammeln schicken. Und die anderen 3 auf die Demonstration und ihnen wahrscheinlich auch das Fahrrad mitgeben. Ist trotzdem immer noch
bisschen höher, aber das Fahrrad macht es ein bisschen kleiner. Ja? Ja. Ja. Okay, dann haben wir alle vier Leute, die wir jetzt haben, zugeordnet und dann haben wir schon Kontakte? Nein, haben wir noch nicht. Dann, ja, mit der Ausführung beginnen. Fünf Menschen unterstützen uns weiterhin. Unsere Unterstützer spenden 2 Mark. Okay. Spendensammlung. Gerhard Leopold besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Er ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. 22 Mark. Sehr gut. Sehr gut. Wir schließen uns den 200.000 Demonstranten an, die sich im Berliner Lustgarten versammelt haben. Die Menschen halten Transparente hoch und rufen Parolen gegen Nazis. Ein Redner spricht zur Menge. Wir müssen diszipliniert und einig bleiben, dann haben Hitler und die Nazis keine Chance. Wir sind mehr. Sie können uns nicht alle unterdrücken. Wir unterhalten uns mit anderen Demonstranten und einige sind bereit, uns in Zukunft zu unterstützen. 10 UnterstützerInnen gewonnen. Cool. Wöchentlicher Verlust an Moral. Jede Woche verlieren wir 10. Aktion plus 11. Ereignisse plus 5. Insgesamt 6. Wir haben 10 UnterstützerInnen gewonnen. Volkszeitung. Neues Rechtsbündnis. Die rechten Parteien DNVP Rechtes. Und Stahlhelm. Was? Rechtes Bündnis. Neues rechtes Bündnis. Ich habe okay. verstanden, Rechtsbündnis. Ja, die rechten Parteien DNVP und Stahlhelm bilden die neue Kampffront Schwarz-Weiß-Rot. So will man gemeinsam bei den Wahlen im März antreten und eine Koalition mit den Nationalsozialisten anstreben. Tageblatt. Kollwitz zurückgetreten. Auf Druck der Nationalsozialisten treten Heinrich Mann und Käthe Kollwitz von ihren Ämtern in der Preußischen Akademie der Künste zurück. Rundschau. Hitler spricht im Sportpalast. Adolf Hitler öffnet den Wahlkampf der NSDAP mit einer Rede im Berliner Sportpalast. Okay, das ist die Presse. Okay, keine Unterhaltung diesmal. Wir können nochmal auf die Presse gehen und dann geht's weiter mit Aktionplan. Es ist echt unterschwellig nervenaufreibend. Hä? Unterschwellig? Ich habe ganz feuchte Hände. Also ganz unterschwellig ist es bei mir tatsächlich nicht, merke ich. Nee. Ich habe noch seit 2 Stunden ein André streckt sich von Horsti offen und ich hätte jetzt gesagt, wollen wir auch mal langsam ein kleines Päuschen machen vielleicht? Sehr gerne. Ich würde nur gerne noch was zu dem sagen, was im Chat steht. Ja. Dubir Panse und Horsti, das ist gerade ein sehr interessanter Dialog, wie ich finde. Weil Horst ja irgendwie auch schreibt, so, naja, ich habe oft geschluckt, weil ich wusste ja, wie es ausgeht. Und Dubir Panse sagt auch, es ist wie Titanic gucken, man weiß, zum Schluss geht dieses Schiff ja unter. Und es sind aber die einzelnen Geschichten, die es interessant machen. Horsti sagt noch, es wird auch alles noch viel spannender. Herzlichen Dank dafür schon mal. Und damit willst du uns beruhigen, ja. Genau, damit will er uns beruhigen. Aber ich wollte auf dieses, diese einzelnen Geschichten sind irgendwie das, was es spannend macht. Und ich war vor 2 Jahren in Israel, in Yad Vashem, auf einer Weiterbildung. Und die Hauptidee ist ja, dass man die Erinnerung an Menschen wachhält, weil man deren Geschichte erzählt, deren Namen nicht vergisst. Das ist quasi auch der Name Yad Vashems. Und erst die Geschichten der einzelnen Menschen mit dem, wie sie überhaupt in die Situation gekommen ist, welches Leben sie davor hatten, während des Nationalsozialismus, die Shoah, aber auch irgendwie das Leben danach. Und die Geschichten sind halt das,
was einen nochmal ganz anders mit reinbringt, als wenn man jetzt eine Guido Knopp-Doku sieht und sich das gar nicht menschlich vorstellen kann. Also das macht einfach moralisch, ethisch nichts mit einem. Und insofern finde ich das eigentlich gut, dass es was mit uns macht. So im Sinne des moralischen Kompasses. Ja. Ich bin auch, also kalt lässt mich, das ist das absolute Gegenteil von kalt lassen, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber ich würde jetzt gerne nochmal ein Päuschen machen. Und da sind wir wieder. Bei Through the Darkest of Times. Aktionplan steht auf dem Programm. So, die Demo ist weg. Wir haben jetzt wieder nur die drei. Okay, wir haben Unterstützer. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn wir die 20 erreichen. Werden wir dann größer? Wahrscheinlich haben wir dann mehr. Keine Ahnung. Kontakte immer noch niemanden. Inventar, wir haben ein Fahrrad und wir haben 83 Mark. Und wir haben jetzt 4. Hm. Okay, was tun wir, Romy? Was würdest du sagen, wäre jetzt wichtig? So, um anzukommen im Spiel, würde ich gerne noch mal ganz kurz den Blick Richtung Chat werfen. Ja. Und ich... Erstens finde ich es total gut, dass im Chat sich gerade die Meinung rauskristallisiert, dass wir wirklich diese Reflexionspausen zwischendurch machen. Und Will Panzer hat es, wie ich finde, sehr schön formuliert und hat gesagt, ohne Reflexion geht es an einem vorbei wie Hollywood. Mega Spektakel, aber nichts bleibt hängen. Also es macht was mit uns, das können wir reflektieren. Wir können auch reflektieren, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen. Und ich finde es total gut, dass ihr Lust darauf habt, dass wir das genauso zusammen auch machen. Und Horsti hat noch geschrieben, dass es so im Spiel bei ihm immer mal wieder die Situation gab, wo er sich gefragt hat, so mit dem Wissen, würde ich nicht einfach verschwinden, wenn es noch gehen würde oder solange es noch geht. Und ich glaube, ich weiß, dass diese Frage sich viele Leute gestellt haben, aber um fliehen zu können, das kommt ja auch noch dazu, braucht man die Möglichkeiten. Da reden wir über... noch gar nicht über geschlossene Grenzen, sondern vor allem über finanzielle Mittel und Kontakte in andere Länder. Das konnten einfach viele nicht. Die konnten nur da bleiben und dann ja. Genau in diesem Dilemmata, in dem wir sind. Ich hatte einen ähnlichen Gedanken jetzt eben in der Pause, aber es kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Das ging jetzt unglaublich schnell. Wir sind 2 Wochen drin. Ich denke, wenn ich jetzt so, jetzt mal unabhängig davon, dass wir heutzutage einen schnelleren News-Cycle haben und so, ja, und Social Media und hast nicht gesehen. Innerhalb von 2 Wochen diese Entscheidung zu treffen, ich werde dieses Land verlassen. Ich lasse das, was ich habe, also vielleicht geht's ja doch noch gut, ist, glaube ich, sehr, sehr stark. So, es wird ja wohl nicht noch schlimmer werden. Ein wenig Optimismus oder so, glaube ich, ist auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Also auch wenn man da diese Sachen gesehen hat, so okay, das ist jetzt schon irgendwie schlimm, aber und ich werde bedroht, wenn ich den Mund aufmache, aber irgendwie kommen wir klar. Sind, glaube ich, Sachen, die... Und 2 Wochen jetzt, also zu diesem Zeitpunkt, ist halt jetzt wirklich schwierig, da zu sagen, und jetzt ist schon so viel passiert, dass ich diese Entscheidung treffen werde. Naja, ist, glaube ich, weil es ja keine Vorlage gibt, quasi. Nicht so, wie wir jetzt haben von dieser Zeit. Genau. Genau. Du bist auf einmal in der Situation, guckst nach links, guckst nach rechts und denkst dir, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und ich kann mir auch gut vorstellen, vor allem wenn wir uns die Wahlergebnisse der
der Wahl davor ansehen, dass sich auch Leute einfach gedacht haben, na, die haben ja nicht die Mehrheit. Die haben sie einfach nicht. Und wenn wir nur stark genug zusammenhalten, wenn wir ein Gegengewicht bieten, wenn wir aufklären, dann schafft man das vielleicht. Deswegen verstehe ich auch, warum die Moral in dieser Gruppe jetzt am Anfang noch relativ hoch ist. Bei dieser wöchentlichen Moralauswertung standen auch schon Inhaftierungen und Tote mit dabei. Das heißt, wir wissen auch da, was kommen wird. Ja. Und jetzt schon, nur weil es da stand. Und das ist halt ein Risiko, was, glaube ich, mit der Zeit auch immer stärker geworden ist und vielleicht auch stärker ins Bewusstsein geraten ist. Und da sind wir auch bei dem, was ich jetzt gerade so aus dem Augenwinkel im Chat lese, Angst und Terror machen halt was mit Menschen. Und ich danke wem auch immer, dass ich das zurzeit nicht erleben muss. Aber ich wüsste nicht, ob ich in der Zeit die Kraft und die moralische Stärke gehabt hätte. Das weiß ich nicht. Das würde ich ganz ehrlich und offen zugeben. Ja, und ich glaube auch wirklich, der Punkt, auf den ich raus wollte, diese Geschwindigkeit ist halt so heftig. Weil zu diesem Entschluss zu kommen, weil du hast ja noch deine täglichen Sachen und dann ändert sich hier was, dann passieren Sachen dort und hier und da und dann die Selbstreflexion, ohne eine historische Vorlage zu haben, um diese unglaubliche geistige Anstrengung zu machen, den Schritt zurückzutreten und einen Blick auf das große Ganze zu werfen und dann daraus die persönlichen Konsequenzen zu ziehen, ist, glaube ich, eine harte Nummer. Auf ganz vielen Ebenen, definitiv. Ja, mit den ganzen Beschränkungen, mit der Ungewissheit, mit finanziellen Mitteln, das, was du eben gesagt hast, was auch noch dazu kommt. Und du musst ja auch dieser kleinen Gruppe, in dem Falle die vier Leute, die da in dieser Gruppe zusammen sind, du musst denen ja auch bedingungslos vertrauen. Und das wird ja im Laufe der Zeit nur ausgeprägter. Du musst dich komplett auf die verlassen können. Du musst wissen, dass niemand von denen gegen dich arbeitet. Das ist, glaube ich, für das Individuum totaler Druck. Und auch nochmal, wir wissen zum Beispiel nichts über die Familiensituation dieser vier Personen. Wir wissen nicht, ob die Kinder haben, ob die verheiratet sind. Das sind ja auch alles nochmal Verantwortlichkeiten im Privatleben, die ja auch nochmal dazukommen. Ja. Und dann sind wir wieder bei der Geschwindigkeit, wo du auf einmal innerhalb kürzester Zeit eine moralische, politische, inhaltliche Entscheidung treffen musst. In dem Falle zu sagen, nee, wir schließen uns zusammen und versuchen zu helfen, wo wir können mit den Möglichkeiten und Mitteln, die wir haben. Ja. Das, ja. Diese Vertrauenssache, die du gerade ansprichst, lässt mich gerade schon wieder zweifeln an den nächsten Schritt, den ich jetzt vorgeschlagen hätte. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns noch eine fünfte Person mit hinzunehmen und jetzt bin ich schon wieder... Jetzt geht's schon wieder los, ne? Ja, es geht definitiv wieder los, was Paranoidität angeht. Für diejenigen, die For the People nicht gesehen haben mit uns oder nicht mit uns gespielt haben, bei For the People sind wir irgendwann in die Situation gekommen, dass wir tatsächlich paranoid geworden sind. Wir haben jeden einzelnen Schritt, wie sinnvoll oder sinnbefreit dieser Schritt auch war, abhängig gemacht von Eventualitäten, die wir tatsächlich nicht wissen konnten. So dieses, na, das könnte jetzt das zur Folge haben, aber wenn das so gemeint ist und wenn die so drauf sind, aber wir wissen das ja gar nicht. Und wir waren die ganze Zeit gesteuert von Dingen, die wir nicht wussten. Und das hat auch ganz viel mit uns gemacht. Also wenn wir irgendwann mal sowas sagen wie, oh Gott, jetzt sind wir wieder an dieser Stelle, dann hat das was mit For the People zu tun. Also wundert euch bitte nicht. Ja. Das war auch eine interessante Erfahrung. So schlimm wie da ist es jetzt hier noch nicht. Und ich sage noch. Mhm. Ja, also, Okay, wir haben jetzt vier Leute. Wir haben jetzt 10 neue Unterstützer auf der Demonstration, glaube ich, dazu gewonnen. Und die bringen uns auch jedes Mal Geld. Ich würde gerne noch mal mit den Arbeitern reden. Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das haben wir noch gar nicht gemacht.
Stimmt, das wollten wir mal. Genau. Irgendwann. So, wir... Ah, sie ist Freiberuflerin. Das ist, wirkt sich negativ aus. Hier hätten wir jemanden, der... Stimmt. Arbeiter ist. Okay, und hier haben wir jemanden, der beim Militär ist. Da ist die Gefahr, und wir sind ziemlich gut vorbereitet. Wir könnten denen das Fahrrad geben und wir sind bei beiden im grünen Bereich. Übrigens fällt mir das jetzt erst auf und da auch da wieder ein Dankeschön an der Wheelpanse. Momentan hast du die Bilder ja von uns beiden unten hingesetzt, sodass es jetzt gerade so aussieht, als wären es die vier und wir zwei daneben. Stimmt. Der Nachteil, und darauf weist du Wheelpanse hin, ist, dass wenn wir eine fünfte Person dazu nehmen, müsstest du dann unsere Bilder verschieben. Außer es ist uns an der Stelle egal und wir wissen, dass es fünf sind. Und ihr könnt damit leben, dass dann quasi eine Person aus dem Off noch mit dazukommt. Ah, da werde ich vielleicht eine Möglichkeit finden. Okay. Da ist vielleicht noch ein bisschen Platz nach rechts. Auf jeden Fall in der Planungssicht und da, wo die Dialoge kommen, da schneiden wir unten wahrscheinlich nicht allzu viel ab, weil dort immer die Optionen sind und die lese ich ja vor. Also wir können wahrscheinlich noch ein Stück nach rechts, sodass wir eine fünfte Person sehen. Aber ich bin auch auf deiner Seite, jetzt erstmal mit den Arbeitern zu sprechen. Findest du diese Einstellung, wie ich es jetzt gemacht habe, mit den zwei Personen okay so? Und das Fahrrad? Ich finde die sehr okay. Okay. Dann könnten wir jetzt Spenden sammeln oder ein neues Mitglied rekrutieren. Wir gehen mal in Spenden sammeln rein. Da können wir wieder unseren Sozialdemokraten, der quasi perfekt dafür ist, drauf loslassen. Wenn wir sie mit reinnehmen, haben wir keinen Vorteil. Ja, ich finde das so super. Der macht das auch gut. Die Erfolgsquote Ich würde es jetzt noch nicht machen, wenn ich jetzt mal hierher gehe und sie mit reinnehme und ihn dazu setze. Tja, wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich würde es noch nicht machen. Nee, ne? Also ich glaube, in der nächsten Runde sollten wir wahrscheinlich anfangen, noch ein weiteres Mitglied zu rekrutieren. Würde aber jetzt noch mal so eine Spendensammlung machen. Ja, und dann macht sie gar nichts für diese Runde. Damit könnte ich auch leben. Ja, ich auch. Damit könnte ich auch sehr, sehr gut leben. Okay, dann machen wir mal. Ja, Ausführung beginnen. Wir haben einen Unterstützer verloren. 14 Menschen unterstützen uns weiterhin. Unsere Unterstützer spendeten 4 Mark. Oskar Jansen trifft sie mit Kollegen unseres Unterstützers in Kreuzberg und versucht, sie von unserer Sache zu überzeugen. Oskar stellt fest, dass es zum Glück immer noch Menschen gibt, die gegen die Nazis und bereit sind, etwas gegen das Regime zu unternehmen. 8. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das mit der Zeit auch schwieriger wird. Ja. Gerhard Leopold besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Er ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. 21 Mark. So, wöchentlicher Verlust, minus 10, Aktion, plus 2, Moral, minus 8 generell. Unterstützer, wöchentlicher Verlust, minus 1. Durch Aktionen haben wir 8 gewonnen, insgesamt 7 UnterstützerInnen mehr.